Hallo und zurück zum Mafia 3. Ja, wir werden Donovan besuchen. Oh, jetzt hat er es wieder aufbockt. Er war vorher ein bisschen am Boden versunken. Und ich glaube, es ist der Zoni, hier müssen wir raus. Aus der Zone zum. Warum muss ich jetzt? Was? Wieso hat er jetzt das Ziel gewechselt? Ich wollte da nicht das da machen. Was ist der letzte Oberboss? Bevor wir den ganz großen killen müssen. Also den würde ich dann schon gern mitmachen. Jetzt haben wir sie so arg da durchgewählt. Jetzt will ich den schon mitmachen. Was ist denn so? Die selbstmörder NPCs. Ich habe Neuigkeiten über Twinkles. Tommy Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja... Mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat, für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Okay. Jetzt sind wir extra rausgefahren, um dann wieder zurückzufahren. Also, verstehe die Logik manchmal da überhaupt nicht. Ey. Tja, was treibt denn der? Alter? Ich weiß nicht, wer blöd ist.
Ich pack hier mal. Oder nee. Soll ich vorne packen? So, klopfen wir mal an. Aber hier war noch. Ja, ja. Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, RC, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Zum Friedhof. Ja, was? Läufst du jetzt oder was? Wieso muss ich da hinten lang? Nee. Aber ins Auto, böser Mann. Ich hab mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert? Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst einen Neuanfang. Du kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tommy. Okay. Und so, bitte nicht, ich muss da jetzt rumboxen, ey. Oh, das Spiel hängt schon wieder. Warum geht es hier eigentlich nach Zeit? Das verstehe ich auch nicht ganz. Kämpfer nehmen nicht die Vordertür. Wir gehen am Nebeneingang rein. Ah, gut zu wissen. Pass auf, Zeit drängt. Warte, Elsie. Wer zur Hölle ist das? Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Was soll das heißen, was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt.
Lass dich abtasten, Alter. Wie, ich muss mich bücken, Alter. Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring auf, Hornochse. Rein mit dir. Die Umkleidekabine ist da hinten. Und uns seine Waffen nicht gelassen. Haltet euch zurück! Der Typ braucht einen Arzt. Schmeißt den Nicker irgendwo hin und lasst der Natur freien. Ihr könnt jetzt gehen. Wie geht's, Neville? Wie läuft's denn, Elsie? Gut. Ich gehe und treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, Elsie? Einen neuen. Der Zieh neue sieht dich zwar stark aus, aber ich setz weiter auf den Brawler. Ich muss dich was fragen, Elsie. Was denn? Stehen eigentlich alle Nigger drauf, sich die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance, nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. Es ist soweit. Bist du nervös? Ja. Sollte ich das sein? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen. Na los, die warten auf dich. Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs. Der nächste Herausforderer für Nick Boom Boom Bonnet ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jackknife Johnson. Boom Boom Boris. Toter Bruder! Was ist das halbe Handtuch da? Ich müsste einfach etwas tun. Der Pisser ist hier. Lass ihn kämpfen! Pussy, du sollst kämpfen! Na los! Sag doch, das ist ein Handtuch. Wir haben unseren Sieger! In der rechten Ecke, Jack! Knife Johnson! Unser nächster Kämpfer kommt aus Barclay Mills. Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Brawler. Ja, der ist doch bloß fett und der hat keine Muskeln. Ein Windbeutel verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Und schon sind wir in die Ecke. Da gesagt, bloß Fett kann die Muskeln, Alter. Jack Knife Johnson wird heute Abend erfolgreich sein und als nächstes der Champion. Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Bayou, der Rüpel von River Row, euer Champion, Totengräber Bob. Okay, da scheint was drauf zu haben. Den Totengräber nennt. Weil er Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, und wie krieg ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. So wäre die anderen halt auch, oder? Mach ihn fertig! Ja! Drück ihm das Schwanz aus! Was soll denn das sein? Ich hab gesagt, schlag den Motherfucker! Das ging fix, Alter. Was bist denn du für Waschlappen, Alter? Jagt man aus, was wir da? Wir haben einen neuen Champion! Mr. Jack Knife Johnson!
In Ordnung, Junge, das reicht. Gehen wir. Was passiert jetzt? Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Und wo gehst du hin? Ich? Ich hab was zu erledigen. Irgendwas sagt mir, dass Boom Boom einen neuen Manager braucht. Ihr Nigger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Hast dir meinen Respekt verdient. Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Ups. Ich habe Speiseöl reingetan. Das macht den Sprit dicker und klebrig. Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich es dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. Und du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Scheint, als wolltest du sterben. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Aber während so. Dann meine Beine, ich muss das Salz zerfressen. Die eine Erkenntnis, die einen Faustschlag treffen. Wie geht es? So dass du noch spüren wirst, wie dein Pimmel verbrennt, bevor du abkratzt. Ich liebe meinen Pimmel. Mach ihn fertig! Ich tun. Wir können das bestimmt irgendwie klären. Klar, können wir das klären. Nur geklärt werden, wie du bestattet werden willst. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe. Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest du auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Gute Nacht. So kann ich nicht sterben. So nicht! Tschüss, Sanlu. Sag ihm, Sal kommt auch bald nach. Jetzt hast du es verbockt. Ich hab ihn. Ich brech dir jeden Knochen im Leib. Ich mach dich alle, Junge. Unsere ganzen Leute. Ihr erledigt das ganze Team. Was für Team? Keine Munition mehr! Monster? Und das? Ich brauch... Rambo! Was? Wer stirbt zuerst? Auf die andere Seite! Kommst du? Was ist denn da mit dir? Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe. Das ist nicht schwer bei euch, Idioten. Und jeder hat immer bloß denselben Spruch auf Level. Oh, schau mal, was da ist. Ich gehe in Deckung. Na, wo bist du denn? Ich drück.
Bringt ihn unter die Erde! Lauf, Häschen, lauf! Der Mistkerl hat mich... Scheiße, ich sitz fest! Wir haben noch einen! So sterbe ich nicht, nicht so! Naja, wie willst du denn sonst sterben? Ich geh in Deckung! Ich muss nach... Der hat ihn kalt gemacht! Ah, ne, was werden irgendwelche Idioten? Ich komm! Stimme dann schon. Wo ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben. Warum kann ich eigentlich. Ach so, Sprengladung legen ist das. Da bist du also. Schatz! Bleib! Was hat denn eigentlich? Alter. Jetzt wird's Zeit, dass wir rausgehen. Hey, er ist hier drüben! Arschlöcher mich vergessen! Ich schaukeln gerne. Damit ich kann mich nicht bewegen, das! Munition ist alle! Sechs, du hast mir doch angerufen, vor wegen Munition ist alle. Wie dann? Ja, erwischt! Ich kann hier nicht mehr weg! Oh, ja, bleibst da liegen. Die anderen 20.000 oder was? Die zählen wir nicht, oder was? So, habt ihr Muni für mich? Kurz hier packen. Ach, da ist noch einer. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Ich hab ihn voll im Blick. Ich seh es nicht, Alter. Er hat mich festgenagelt! Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Ein Jahr. Nur den einen. Wie denn? Wo bist du denn? Ist er schon tot? Oh, schade. Die Waffe brauch ich! Welche? Vielleicht jetzt hab ich dich ganz für mich allein! Himmel. Sieh, Motherfucker! Verdammt, ich kann mich nicht bewegen! Vielleicht schließe ich meine Augen für einen Moment. Ich werf den Molly! Ich glaube ja. Macht ihn alle! Lauf doch lang! Das werde ich dir heimzahlen. Warum? Hättest du das nur zu sagen brauchen. Ich kastriere dich, du Scheißkerl! Was? Ich drücke jetzt ab! Acht Code 35. Verdächtige Person zu Fuß Heilige gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Das hast du aber jetzt schlau gemacht, Alter. Lass mich halt weg! Ich komm da nicht mehr weg. Das war schlecht. Folgen die mir hier durch? Normalfall nicht, ne? Oder? Na, die fahren außen rum, die blieben dann ja.
Geh weg. Habe Sichtkontakt zum Verdächtigen. Von hier kann ich ihn gar nicht verfehlen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie soll ich die denn abschütteln? Meine Knarre ist leer. Die gehen mir sowas am Sack, nur dass die mehr schneller fahren können wie wir. Aber ist das abgelenkt? An alle Einheiten. Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole. Wow, wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat? Habe ich vergessen. Lincoln hat mir mal gesagt, auch wenn er die andere Wange hinhält, würde das in dieser Welt nichts verändern. Ich habe über 40 Jahre lang versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe mir in die Tasche gelogen. Die Realität sieht anders aus. Mitleid ist ein Zeichen von Schwäche. Aber Geldgier eine Tugend. Die Armen gelten als moralisch korrupt, während jeder Exzess der Mächtigen gefeiert wird. Wir schicken junge Leute in den Tod. Und wofür? Damit irgendjemand noch ein bisschen reicher wird? Lincoln hatte recht. Er hatte von Anfang an recht. Es wird nie wieder einen geben wie Dr. King oder Bobby Kennedy. Aber es wird immer wieder einen Sal Marcano geben. Oder einen Sammy Robinson. Ja, und auch ein Lincoln Clay. Die Menschheit ist grausam und brutal. Auch Zeit, dass du kommst. Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Mein Engagement für unsere Sache steht in keinem Verhältnis zu den Läden, die ich kontrolliere. Sind ja sowieso kaum welche. Unsere Männer halten diesen Bezirk. Es ist wichtig, dass sie dort bleiben dürfen. Das wäre das Beste für uns alle. Ist okay, dass dir wer anders den Bezirk gesichert hat. Ich war ja noch mit dem letzten beschäftigt. Aber jetzt übernehme ich gern noch dieses Viertel. Wusste gar nicht, dass du in dem Viertel aktiv warst. Hat Spaß gemacht. Du weißt, was du zu tun hast, Lincoln. Die Haitianer kriegen diesen Teil der Stadt. Damit können wir was anfangen, Bruder. Das ist wirklich gut. Ich habe nicht viel gehabt von der Scheiße. Aber verdammt, Geld verdienen und am Leben zu sein, ist um einiges besser, als am Grund des Bios zu verfaulen. Gütiger Gott, wie sind wir nur mit heiler Haut aus dieser Scheiße rausgekommen? Hätte geschworen, Scaletta haben sich schon längst die Kehle aufgeschlitzt. Das war eine reife Leistung, Junge. Ein Traum, fast wie im Märchen. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Dachte schon, ich bin Alligatorenfutter. Naja, insofern, alles gut. Ich hätte gern mehr Geschäfte. Und mit mehr meine ich alle. Aber scheiße, warte ich eben, bis einer von euch zwei abkratzt. Wir haben bewiesen, dass Marcanos Weg falsch war. Die Lügen, die Hinterlist, der Betrug. In diese Richtung muss es nicht laufen. Sein Weg endet hier mit ihm. Hm. Okay, oder doch? Doch. So, wir müssen der letzte Boss ist das. Das ist so normal von mir.
Natürlich ist er wieder 2 Kilometer entfernt, ist ja klar. Ja, mal ja nicht. Ja, toll. Wir bringen die Sache hier und jetzt zu Ende. Wenn ihr Jungs gut sein müssen, sterben. Ich der Deckung, ich muss das essen. Ich such mir Deckung. Also was hinter mir ist Anna gewesen. Also wie viel Mann ist das denn? Und da wollen die einen offenen Straßenfight oder was? Gesetzen? Wie wär's mit Gottes Gesetz? Rassen zu vermischen ist wieder natürlich. Bin ich jetzt da ein Pizzell oder was? Ich weiß es nicht. Ist das für eine Untersuchung oder was? Richter, ne? Schauen, da kommen wir's. Was? Ich bin der Verdächtige. Die knallen und schießen. An alle Einheiten. Meldungen über eine Fahrerflucht im Friendly Ward. Bitte Einsatz bestätigen. Das ist doch ein Witz, oder? Ich werde wieder verfolgt. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Wartet! Ich muss nachladen!
Fick dich, Alter, ey. Muss erst mal die Polizei los ran. Dann können wir über den anderen reden. Also ist das Shopping unfair. Die ballern wie die Sau, verstehst du, und rotzen jeden weg. Aber nein, der Schwarze war's, der Schwarze war's. Oh shit. Wo habe ich eine Waffe? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Was? Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst du wieder aufnehmen. Mit mir anlegen, Kleiner. Okay, neuer Plan. Oh! Der Xer ist ein Geist. Sucht weiter. Der ist auf der anderen Seite, ne? Schätze, ich sollte woanders suchen. Er war hier. Ich weiß, dass er suche. Er muss hier sein. Ich den natürlich erstmal wegbringen. So halbwegs. Animationen sind tödlich, weil die kannst du wieder nicht abbrechen. Ey. Da ist der andere. Scheiße, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Hier ist er. Hier, komm her. Ich komme hier nicht weg. Fick dich ins Knie. Ja, und gleich. Ey, was? Warum? Ich versteh's nicht. Eine Stunde muss auf der X-Taste bleiben. Du bist also der Nigger. Mein Name ist Lincoln Clay, Motherfucker. Nigger, Lincoln Clay. Das ist für mich ein und dasselbe. Okay, halt, davon ist mal. Ne, das ist Schrott, ne, das Auto. Hä? Nicht unbedingt. Und die anderen Autos sind weg, oder was? Ja doch, das ist Schrott. Ich fahr mal mit der Eierkiste hier noch weg. Das kannst du vergessen. Ah. Was? Könnte behalten. Wo willst du denn hin? Ist mir jetzt scheißegal. Jetzt kann er wenigstens mal Auto knacken. Was ist denn da? Kannst du mir da eine Suppenschüssel noch nicht einfach weiterfahren oder was? Wo siehst du hier eine Sonne? Entschuldigung. An alle Einheiten. Polizeifahrzeug von Verdächtigem gerammt. Verfolgung aufnehmen. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Da haben wir die Polizei gleich zusammen, ha? Was ist denn jetzt noch? Wir haben doch jetzt alle gekillt, oder?
Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Du bist ja von der ganz schnellen Truppe. Dein kleiner Amoklauf wird Typen aufscheuchen, mit denen ich auf keinen Fall was zu tun haben will. Das kann ich mir vorstellen. Zum Glück gibt's nichts, das ich nicht mit ein bisschen Supersprit aus der Welt schaffen ließe. Mit ein bisschen Glück halte ich sie mir damit vom Leib. Für ein Weilchen zumindest. Aber immer der Reihe nach. Erst müssen Georgie und Sal ins Gras beißen. Hör dir das an, wird dir gefallen. Georgie, schwing deinen Arsch her. Dein Onkel Tommy ist tot. Ich denke, das solltest du wissen. Er hatte was drauf, dein Onkel Tommy. Hätte ein Großer werden können. Ich hab's ihm gesagt, du solltest Jura studieren. Aber nein, er geht nach Kuba. Tut mir leid, Pops. Ich weiß, was er dir bedeutet hat. Ich habe mich bis über die Ohren verschuldet. Alles habe ich versucht. Und was hat es uns gebracht? Überhaupt nichts. Wir sind am Arsch. Total am Arsch. Das ist doch Blödsinn. Noch haben wir ein paar Leute. Wir ziehen los und suchen den Schwanzlutscher. Jeder gottverdammte Haifisch in dieser Stadt riecht, dass Blut im Wasser ist. Mein Blut. Verstehst du? Sie würden ihre eigene Mutter verkaufen, um mir die Scheißbirne wegzupusten. Ich würde keine 10 Minuten überleben. Red doch nicht so einen Scheiß. Vergiss nicht, du bist Sal Marcano. Es muss doch irgendwas geben, was wir tun können. Komm her, mein Junge, komm her. Trommle alles zusammen, was wir noch haben. Bestell die Jungs sofort zum Casino. Und wenn Lincoln Clay auftaucht, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um diesen dreckigen Nicker in den Boden zu stampfen an Ort und Stelle. Los, mach, dass du rauskommst! Ich hätte wissen müssen, dass Marcano sich im Casino verschanzt. Wenn du die Brücke nimmst, hast du freie Bahn. Du weißt, das wäre ohne dich niemals möglich gewesen. Ist mir lieber als... Dass alles wieder so wird, wie es mal war, vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Aber so ist denn hingehen? Sal Marcano verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn, aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache. Oder um Selbstjustiz. Aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Ich werde ihn Stück für Stück vernichten.
Wo steckt Alvarez? Du wolltest mich umlegen. Ich habe nur getan, was Onkel Sal mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Sal Meccano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.